Mit Power in die Wechseljahre. Loslassen, umorientieren, aufbrechen. Der Körper und die Frage, Hormone oder keine. Die Natur, Fundgrube für genüssliches Menopausieren. Und in Swissmade, Anna, die Cartoonistin. Wenn wir Männer 50 sind, dann heißt es, wir seien in den besten Jahren. Wenn Frauen 50 werden, dann heißt es oft mit Naserümpfen, sie seien in den Wechseljahren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Niki de Saint-Falsnanas und Skulpturen wie dieses Abbild der ägyptischen Fruchtbarkeitsgöttin Thoeris sind Sinnbild für weibliche Stärke und weibliche Sinnlichkeit. Eben Frauen mit Power wie ihre Schöpferin. Wechseljahre, Menopause, Klimakterium und Abänderung sind Bezeichnungen für die Phase im Leben einer Frau, die für viele immer noch ein Tabu ist. Das Phänomen Wechseljahre, was ist das? Mutter, Verführerin, Engel und Hexe und plötzlich, um die 50, ein Einschnitt? Leere oder Neuland? Ich bin allen Ballast los und jetzt kann ich leben, wie ich will. Ich denke, ich muss mein Leben neu überdenken. Du wirst 50, deine Kraft lässt nach. Ich kann noch nicht dazu stehen, ich muss es ehrlich sagen. Die Wechseljahre, das ist ja keine Krankheit. Ich kann es nicht anders sagen, als dass es eine Erleichterung ist, eine Befreiung von den mehr oder weniger 30 fruchtbaren Jahren, oder? Im Übrigen haben die Männer sie ja auch. Die reden ja nur nicht drüber. Wir haben etwas zu sagen, wir haben Erfahrung, wir sind jetzt nicht niemand mehr, nur weil wir ein paar Runzeln mehr haben. Frauen um die 50. Als Berufstätige sind sie oft am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Als Mütter und Hausfrauen am Ende ihrer erzieherischen Verpflichtungen. Viele Frauen leben allein. Wie weiter? Ein kleines Innehalten? Rückblick und Ausblick? Schwierig ist es, dass man älter wird und da muss man sich fragen, ja, was willst du noch in deinem Leben darstellen? Esther Ebert, Ehefrau und Mutter dreier Jugendlicher, betätigt sich als Verkäuferin und zum Ausgleich künstlerisch. Aktive Frauen, so sind sich alle Studien einig, gehen lockerer mit dem Altern und den Wechseljahren um. Kann Älterwerden nicht auch eine Chance sein? Christine Swintek, Professorin der Erziehungswissenschaft und Adoptionsspezialistin in Hannover, hat ihre privaten Themen öffentlich gemacht. Aus der Auseinandersetzung mit ihrem pubertierenden Sohn ist ein Buch entstanden, unter einem Pseudonym. Jetzt sammelt sie unentwegt Biografien von unternehmungslustigen Frauen und gibt sie heraus. Ich brauche nicht mehr zu kochen. Ich brauche nicht mehr ständig einzukaufen. Ich brauche nicht unentwegt auf der Matte zu stehen. Ich habe viel mehr Freizeit. Ich brauche mich nicht zu hetzen, dass ich immerfort vorhanden bin. Wenn jemand mich braucht, das kann ich als sehr positiv ansehen. Ich sehe es für mich auch als sehr positiv an. Und diese Zeit habe ich für mich. Oder mit 40 war die Höhe der Schaffenskraft. Gerade bei der Abänderung, da hatte ich doch gar keine Zeit. Ich stand mitten in der Arbeit und da hatte ich natürlich nichts gespürt. Es war einfach auf einmal fertig. Schau, Baby, schau. Ab 40 können die Wechseljahre einsetzen. In der Regel zwischen 45 und 55. Ein Drittel der Frauen hat keinerlei Beschwerden, so wie diese beiden Appenzellerinnen. Ein Geschenk der Natur. Zwei Drittel der Frauen haben starke bis mittlere Beschwerden. Ja, also erstmals habe ich wie Wallungen, sagt man ja. Einmal kalt und dann wieder heiß. Ich weiß nicht, ob die Heizung zu heiß ist oder weil die Sonne jetzt so scheint. Aber ja, es ist etwas irgendwie nicht so normal. Also es fing eigentlich an mit Depressionen. Ich habe sehr häufig geweint
Und dann hat mein Sohn mich immer getröstet und hat gesagt, also Mama, das schaffen wir schon. Am Anfang habe ich nicht gewusst, dass das meine Wechseljahre sind, aber irgendwas war anders bei mir und mein Mann hat oft zu mir gesagt, aha, Mama ist wieder schlecht drauf, die hat wieder schlechte Laune, Wechseljahre, Depressionen, was mich dann immer sehr stark geärgert hat, weil eigentlich hört man das ja auch nicht so gern, Wechseljahre. Wechseljahre, ein Schimpfwort? Ab zum alten Eisen? Adieu, du Sexappeal. Barbara Herrmann, eine Kauffrau, hat jetzt in der Lebensmitte entschieden, sich aus der beruflichen Tätigkeit zurückzuziehen und das Leben zu genießen. Jetzt spüre ich, dass meine körperliche Kraft sehr nachlässt. Ich bin sehr oft sehr müde, also wirklich richtig müde. Das heißt aber nicht, dass ich nicht unternehmungslustig bin. Ich bin einfach müde. Aber da habe ich nie mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht, sondern einfach mit der Abnutzung der körperlichen Frische. Ein Verlust an körperlicher Kraft, ein Gewinn vielleicht andererseits an seelischer Reife. Ängste des Alterns umpolen in einen Schwung für neue Aufgaben? Sich ausgegrenzt fühlen? Nein. Sich über den Reichtum der Erfahrung bewusst sein. Helfen dauerhafte Hormonbehandlungen im Kampf um die Menopausebeschwerden? Um diese Frage ist in der letzten Zeit eine heftige Diskussion entstanden. Soll der naturfreien Lauf gelassen werden oder bringt eine Dauermedikation mit Östrogen nicht nur Abhilfe bei den Beschwerden, sondern verlängert gar das Leben? In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Meinungen. Was biologisch in der Zeit der Wechseljahre passiert und wie es sich mit den Hormonen verhält, dazu unser nächster Beitrag. Längere Lebenszeit, bewusste Gesundheitsvorsorge. Die Wechseljahre sind ein Forschungsthema. In Bern arbeitet einer der großen Spezialisten und Präsident der Europäischen Menopausegesellschaft, Professor Martin Birkhäuser. Die Menopause ist das Ende der normalen Zyklustätigkeit. Und das Wort Menopause bezeichnet im Grunde den ersten Tag der letzten Regelblutung. Und damit endet auch die fruchtbare Zeit im Leben einer Frau. Während der fruchtbaren Zeit reift in den Eierstöcken jeden Monat ein Ei. Dabei entstehen zwei Hormone. In der ersten Monatshälfte Östrogen. In der zweiten Progesteron. Diese beiden Hormone beeinflussen den Blutkreislauf, die Knochen, das Gehirn, die Psyche und die Fortpflanzung. Man startet nach der Geburt mit über 1 Million von Eibläschen und hat trotzdem mit 45 bis 55 keine mehr. Die sterben also ab und dieser Absterbeprozess wird aktiv ausgelöst durch etwas, was genetisch fixiert ist. Wie in der Pubertät, in der Zeit der ersten Mens, kommt in der Zeit der letzten Mens das Hormongleichgewicht ins Wanken, weil die Eierstöcke fast kein Östrogen und Progesteron mehr produzieren. Die Nebenniere und das Fettgewebe unter der Haut übernehmen die Funktion, aber in kleinerem Umfang. Der Körper kann unter Umständen rebellieren. Es gibt eine ganze Kette von Beschwerden. Es beginnt in der Regel mit dem, was wir als Wallungen bezeichnen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen und dann eben, was oft unterschätzt wird, auch einer Labilität der Psyche. Es kann aggressive Phasen geben mit depressiven Phasen im Wechsel. Die Familie begreift nicht mehr, was mit der Mutter los ist oder mit der Partnerin los ist. Man wird etwas unberechenbar. Das kann sehr unangenehm sein. Und oft merkt die Frau, die es betrifft, gar nicht, was mit ihr los ist. Ungereimtheiten können schon ab 40 auftreten, also einige Zeit, sogar Jahre vor der letzten Blutung. Anstatt gleich Antidepressiva zu schlucken, ist es sinnvoll, sich zuerst über die Wechseljahre zu informieren. Barbara Wanner, eine renommierte Zürcher Gynäkologin, nimmt sich viel Zeit für Gespräche. Ich denke, ich muss mein Leben neu überdenken. Mich neu orientieren und noch mehr aus mir herauskommen. Das ist etwas sehr Positives. Ja, die negativen Aspekte sind einfach, dass ich sehr schnell müde bin. Sehr schnell erschöpft. Und das geht schon seit längerer Zeit? Ja, ja. Ich fühle mich mal wie 80, mal wie 30. Also, wenn ich mich wie 80 fühle,
Das möchte ich nicht. Gemeinsam wird besprochen. Will man Beschwerden behandeln? Und wenn ja, wie? Mit zusätzlichen Hormonen oder ohne? Es gibt pflanzliche Mittel, das ist die Traubensilberkerze, die hat einen gewissen östrogenähnlichen Effekt. Dann gibt es homöopathische Mittel, es gibt Mittel aus der chinesischen Medizin, mit denen man Beschwerden sehr gut lindern bis überhaupt vermeiden kann. Dann denke ich, dass man auch mit dem eigenen Verhalten sehr viel machen kann. Also es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass wenn man sich intensiv bewegt, also zum Beispiel rennt, dass das nicht nur die Stimmung verbessert in den Wechseljahren, sondern dass das auch die Wallungen reduzieren kann. Wenn eine Frau massive, wahnsinnig starke Wechseljahrbeschwerden hat, was ja die Ausnahme ist, dann muss man oft zu den Hormonen greifen. Zum Beispiel Barbara Herrmann. Sie hat zu Hormonen gegriffen. Ich habe geschwitzt und war also nachts eigentlich nur damit beschäftigt, Bettdecke auf, Bettdecke zu, und war morgens immer wie gerädert, weil ich gar nicht geschlafen habe. Oder wenn ich mit meiner Freundin mal essen gegangen bin, dass dann gesagt, Ingrid, ich muss jetzt mal sofort raus, ich schwitze wie verrückt. Und dann lief mir also der Schweiß im Gesicht runter und das Gesicht knallrot. So, und dann hat meine Freundin mal irgendwann gesagt, so, und jetzt gehst du mal zum richtigen Arzt. Und seitdem ich in richtiger Behandlung bin, habe ich keine Probleme mehr. Oft nützen Hormone gegen Wechseljahrbeschwerden. Sie sind als Pillen, Pflaster und Schälse erhältlich. In verschiedenen Konzentrationen und Kombinationen. Solche, die eine Mens auslösen, und solche ohne. Gewonnen werden sie aus Stutenurin oder aus Pflanzen. Im Grunde will man das ersetzen, was der Eierstock nicht mehr genügend produzieren kann. Wenn wir hier eine Klammer machen, der Eierstock produziert nach der Menopause immer noch bestimmte Hormone, aber eher männliche Hormone und zu wenig weibliche Hormone. Und das müssen wir ersetzen. Sonst bekommt die Frau zu viel Power oder gar ein Männerbärtchen. Ottilia Grubenmann, Hebamme seit 60 Jahren, setzt auf die Kraft der Frau. Wir sollten doch den Körper selber kennen. Ein Mann hat alles das nicht gehabt. Er hat keine Mens, er hat die erste Blutung nicht gehabt, er war nie schwanger, oder? Und die Abänderung kennt er auch ganz auf eine andere Art. Also müssten wir selber und nicht Angst machen lassen und dann noch so viel Chemie schlucken, was gar nicht nötig ist. Die Hormone helfen mir vielleicht im Moment in einer bestimmten Phase. Nur dieses Klimakterium, das kommt in dem Moment, wie ich die Hormone absetze. Das ist etwas, was Ärzte einem nicht sagen. Und Frauen meinen, sie helfen sich jetzt über die nächsten 2-3 Jahre hinweg, dann ist es erledigt und dann können sie freudig ihr Alter beginnen. Das ist ja so nicht. Der Mangel an Östrogenen kann auch langfristig dem Körper schaden und Kreislaufstörungen, Alzheimer oder Knochenschwäche verursachen. Am eindeutigsten nachgewiesen ist der Zusammenhang zwischen Östrogenmangel und Knochenschwäche, was im Extremfall zu Osteoporose führt. Ob man gefährdet ist, darüber gibt einerseits die Krankengeschichte der Familie Auskunft, andererseits das Messgerät. In meiner Familie gibt es Osteoporose. Und ich bin jetzt über 40 und ich möchte gern wissen, wie stehe ich mit meinen Knochen. Eine Kontrolle ist nach dem Eintreten der Menopause angezeigt. Mit Hilfe des Knochendensitometers messen wir die Knochendichte, das heißt den Gehalt an Kalzium. Je höher der Gehalt an Kalzium, also je höher die Knochendichte, desto stabiler ist der Knochen. Patienten, die eine niedrige Knochendichte aufweisen, leiden somit an Osteoporose. Das kann zu den bekannten Oberschenkelhalsbrüchen führen und zu krummen Rücken, dem sogenannten Witwenbuckel. Man muss damit rechnen, dass jede dritte Frau in den Wechseljahren, in ihrem verbleibenden Leben, irgendeinmal einen Knochenbruch wegen Osteoporose erleidet. Der Knochen baut sich kontinuierlich auf bis zum 30. Altersjahr. Dann bleibt er stabil. Und ab 50 Jahren baut er beim Mann langsam ab. Bei der Frau hingegen baut er nach der Menopause eindeutig rapide ab.
Sicher kann man vorbeugen, und zwar beginnt die Prävention schon im Kindesalter mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Hierunter verstehe ich vor allem auch eine kalziumreiche Ernährung, also viel Milchprodukte. Dann aber auch mit einer Lebenseinstellung, mit viel körperlicher Aktivität. Und dies gilt für das ganze Leben. Schützen diese Maßnahmen zu wenig, können bei Frauen nebst anderen Präparaten Östrogene helfen. Wie sie funktionieren und ob ein neues Präparat greift, das wird ebenfalls an der Universität Bern erforscht. Anhand der knochenabbauenden Zellen, den Osteoklasten. Wir untersuchen die Wirkungsweise von Osteoklasten und Östrogenen auf den Knochen. Wir brauchen dazu Osteoklasten, die in Lösung sind, und bringen diese auf ein kleines Stücklein sehr glatten Knochen. Danach werden sie mit Östrogenen versetzt, beziehungsweise als Kontrolle nicht mit Östrogenen versetzt. Und wir beobachten danach, wo die Osteoklasten mehr oder weniger Knochen fressen konnten. Wir erkennen in der Regel, dass dort, wo Östrogen zugesetzt war, weniger Vertiefungen zu finden sind, als in der Kontrollgruppe, wo keine Östrogene vorhanden waren. Wir suchen nach Östrogenen, die nur auf den Knochen wirken, beziehungsweise auf das Gehirn, beziehungsweise auch auf das kardiovaskuläre System, das bedeutet auf das Herz, wo sie einen schützenden Effekt ausüben. Spüren Sie manchmal etwas vor der Menstruation? Ja, die Präparate, die gezielt wirken, könnten dort eingesetzt werden, wo ein Risiko vorhanden ist. Die heutigen Hormonpräparate wirken auf den ganzen Organismus. Sie verursachen zu Beginn oft ein Anschwellen der Brüste. Aber, und das ist die große Frage, verursachen sie Brustkrebs? In unzähligen Zeitungsartikeln wird dieses Thema erörtert. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass das Risiko für Brustkrebs, wenn man über länger als 5 bis 10 Jahre Hormone einnimmt, deutlich ansteigt. Es gibt auch Studien, das sind aber eher ältere Studien, die das Gegenteil beweisen. Aber es wird immer deutlicher, dass das Risiko wirklich ansteigt. Und ich denke, man muss die Frauen über das informieren. Also ich glaube, was schlussendlich wichtig ist als Aussage, auch die Studien, die im Durchschnitt einen leichten Anstieg des Risikos finden, der minim ist in absoluten Zahlen, auch die Studien sagen, dass eine Frau mit einem erhöhten Risiko, sei es Osteoporose oder Herzprobleme oder Alzheimer, auch unter Berücksichtigung des Brustkrebsrisikos einen klaren Gewinn hat. Denn heute sterben 44% der Frauen an Herzerkrankungen, jedoch nur 3% an Brustkrebs. Aber wissenschaftlich fundierte Resultate über die Wirkung der heutigen, noch jungen Präparate sind frühestens in 10 Jahren zu erwarten. Die Brust ist ein essentielles Organ für jede Frau. Und das, was die Brust angeht, scheint viel bedrohlicher als das, was das Herz betrifft. Und das gibt eine Umwertung im Empfinden und Erleben der Risiken, die man in Zeitungen lesen kann. Die Frauen haben mehr Angst vor Brustkrebs als vor Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und das muss man auch ernst nehmen. Hormone oder keine Hormone? Spielen mit den Möglichkeiten oder die Natur gewähren lassen? Es gibt keine risikofreie Entscheidung. Die Zukunft wird einige Probleme lösen und neue hinzufügen. Mit den Frauen, die heute um die 50 sind, kommt die erste Generation in die Wechseljahre, die ihre Fruchtbarkeit durch die Pille kontrollieren konnte. Nun wollen diese Frauen auch die Wechseljahre nicht einfach schicksalsergeben durchstehen. Nebst Hormonen gibt es viele andere Möglichkeiten, den Beschwerden zu begegnen. Vom Tee über die richtige Ernährung bis hin zu Liebeskugeln. Hier einige Ratschläge, wie man auch ohne Hormone fröhlich altert. Ein kleines Mädchen. Voraussichtlich wird es spielend 80 Jahre alt werden, so alt wie seine Pflegerin. Nichts kennt Stink macht. Eines nicht für einen Rucksack. Das Rezept für ein gutes Altern ist für die passionierte Hebamme Ottilia Grubenmann einfach. Aktiv sein, richtig essen, befriedigend arbeiten und viel Sonne tanken. Das gilt auch für die Zeit der Wechseljahre. Furchtlos darauf zugehen und das Positive in jedem Lebensabschnitt genießen.
Hat eine Frau Beschwerden, soll sie sorgsam mit sich umgehen. Wenn man den Körper kennt, dann weiß man, warum dass sie Schmerzen hat. Und dann hat sie noch Angst davor, dann verklemmt sie sich noch mehr, anstatt dass sie gerade locker lässt oder und etwas zum Entspannen braucht. Da gibt es Naturmittel. Heute bieten viele Apotheken und Drogerien Naturheilmittel gegen Wechseljahrbeschwerden an, laden ein zum Ausprobieren. Vielleicht dürfen es Tinkturen sein, exakt auf die Käuferin abgestimmt. Essenzen aus australischen Buschblüten oder homöopathische Tropfen, hormonregulierend. Vielleicht Bachblüten? Oder Salben und Schäls gegen trockene Schleimhäute der Scheide und der Augen? Oder Calciumtabletten für die Knochen. Gegen jede Beschwerde wächst ein Kraut. Ja, ich möchte gerne etwas ausprobieren. Haben Sie einen Tee? Sie schlafen aber noch gut? Nein, eben, das ist auch ein Problem. Und Sie sind aber psychisch, sind Sie also noch ausgeglichen? Sie haben keine Probleme? Unausgeglichen. Ich weiß nicht, was ich das nächste Moment mache. Da ist niemand sicher mit mir. Sie haben aber keine Probleme mit den Beinen, dass Sie manchmal geschwollene Beine Nein, haben? Das haben hab Sie nicht. Nicht. Also brauchen wir das nicht. Und ich werde Ihnen etwas reintun, damit Sie sich doch etwas ausgeglichener wieder fühlen. Ja, das machen wir mit Hopfen. Hopfen hilft bei Schlafstörungen und seelischer Verspannung. In die Teemischung kommt auch Salbei, der ausgesprochen wirksam ist gegen Wallungen und nervöse Ängste. Und schließlich Weißdorn. Ist das, das ist Weißdorn. Weißdorn wirkt sehr gut stärkend auf das Herz und auf den Kreislauf. Ein Kaffeelöffel pro Tasse. 3 Tassen pro Tag. Zur Entspannung dient alles, was nicht stresst. Auch Massagen oder Geselligkeit. Alles, was psychisch, geistig und körperlich fit hält. Im Mittelpunkt der Vorsorge aber steht die Ernährung. Wenn Sie Knochenschwäche haben und überhaupt sonst zum Vorbeugen, dann müssen Sie halt weniger Zucker und Süßigkeiten essen. Der Zucker raubt in dem Körper den Kalk. Oder dann müssen Sie mehr Mais essen. Man gibt den Hühnern auch Mais, damit sie keine schalllosen Eier produzieren. Die Ernährungsberaterin und Vollwertköchin Mariana Busa schlägt ein Menü Aphrodite vor, bestehend aus 3 Gängen für die Wechseljahre und überhaupt. Selbstverständlich süßt sie mit Honig ihr Dessert aus Karotten. Grundsätzlich wichtig sind Gemüse und Früchte, Vollwertprodukte, Fisch, aber wenig Schweinefleisch. Dafür viel Kalzium und Vitalstoffe. Auf den süßen Traum mit Orangengoulet muss man nicht verzichten. Zum Hauptgang gibt's ein Gemüsecurry mit Dorffrüchten. Und weil man denkt, Vollreis wird niemals weich, ein Tipp der Köchin. Sie röstet ihn ohne Fettstoffe an. Bei diesem Prozess geht es darum, das Getreide anzurösten, also Geschmack zu entwickeln, das Getreide verdaulicher zu machen und die Kochzeit zu verkürzen. Salz kommt erst dazu, wenn der Reis gar ist. Sonst bleibt das Reiskorn hart. Grundlage für die Currysoße ist Milch und Wasser. Milch ist, wie das Gemüse, reich an Kalzium, was die Knochen schützt. Dazu kommt Geschmackvolles. Dies ist scharfer indischer Curry. Gelbwurz, der sehr mild ist. Kreuzkümmel mit einem starken Eigengeschmack. Dann sonnengetrocknete Aprikosen und Korinthen. Und nun statt dem verpönten Mehl gemahlener Reis. Wohlreismehl eignet sich sehr zum Binden von Soßen. Es kann auch in heiße Flüssigkeiten eingerührt werden und gibt keine Klümpchen. Einfach zu kochen und reich an gesunden Stoffen dieses Curryreis, garniert mit Joghurt, um die Schärfe auszugleichen. Zur Vorspeise darf es ein Salat Aphrodite sein, für die Belebung der Sinne. Salat ist eine wunderbare Rohkost. Rohkost wird von uns am besten aufgenommen im Körper. Und am besten nimmt man Salat jeweils immer vor der warmen Speise. Das Zerreiben lockt den Kräutern die Aromen heraus. Das
ist getrockneter Liebstöcker. Dieser gibt zusammen mit dem Muskat und der Avocado dem Salat den Namen. Sie wirken besonders aphrodisierend, also sie sind sehr versüßerisch. Öle sollten kaltgepresst sein. Sie enthalten reichlich Vitamine und Mineralstoffe. 1 bis 2 Esslöffel gutes Öl pro Tag wird empfohlen. Diäten sind nicht ratsam in den Wechseljahren. Die Brunnenkresse im Frühling an Bachläufen zu finden, enthält viel Calcium. Die südamerikanische Genoa-Sprosse, selber aus Korn gezogen, liefert pflanzliches Eiweiß. Ein herrlicher Salat zum Verführen, so Frau jemanden hat dazu. Nur für viele Frauen um die 50 gar nicht so einfach. Wir Frauen haben zum Teil, wenn wir eine neue Partnerschaft eingehen wollen, wirklich das Problem, wir können 70-Jährigen kriegen. Der sucht jemanden, der ihn zu Tode pflegt. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Da sehe ich ein großes Problem drin, dass die Sexualität genauso weitergehen kann wie immer. Daran zweifle ich nicht und daran zweifelt kein Mediziner, kein Sozialwissenschaftler, niemand. Nicht aufgeben, etwas Mut und Spieltrieb. Und warum sich nicht einmal in einem Erotikshop für Frauen umsehen? Das ist der berühmte Honigstaub. Und ich zeige mal, wie das funktioniert und was es genau ist. Also, da kommt so ein Pinsel dazu. Und das ist auf rein natürlicher Basis hergestellter Honig in Staub wie Seidenpuder oder so. Und das pudert man sich auf der Haut ein, also am Körper. Und lässt den Mann oder Freund oder Freundin aushungern. Nimmt die Fernbedienung weg, gibt keine Schokolade und tut sich das auf den Körper. Und man bekommt die Person nicht mehr weg. Das sind Silikonkugeln eingefasst, also die kann man waschen auch und die führt man ein in die Vagina. Das stimuliert die Innenwände. Also man kann auch zum Beispiel davon ausgehen, wenn Frauen, die Blasenschwierigkeiten haben, dass das sehr hilfreich sein kann, die zu gebrauchen. Zudem hat es auch ein bisschen einen speziellen Effekt, wenn man das anhat. Und ich sage immer, wenn Frauen fragen, wie man die gebraucht, sage ich, wie einen Tampon. Und eben, man kann damit Skifahren, Einkaufen, Staubsaugen, was auch immer. Und das sind eben die Sachen wie das Körperöl, wo man als Gleitmittel gebrauchen kann. Wenn man selber Schwierigkeiten hat mit Feuchtigkeit, dass man in der Partnerschaft sich angewöhnt, mehr Gleitmittel zu benutzen, dass es wirklich integriert wird in die Sexualität. Und es macht einfach auch viel mehr Spaß. Das Wichtigste in den Wechseljahren ist, keine Angst haben. Darüber sprechen. Und klarkommen mit dem Altern. Meine Mutter hat immer einen sehr schönen Spruch gehabt, der war sehr deutlich. Die hat immer gesagt, wer nicht alt werden will, muss sich früh genug aufhängen. Einen spielerisch-ironischen Umgang mit dem Thema Wechseljahre pflegt Anna Regula Hartmann in Basel. Sie ist Cartoonistin und setzt sich zeichnerisch mit den Wechseljahren auseinander. Dazu unsere Rubrik Swissmade in wenigen Augenblicken. Meine Damen und Herren, mit Anna Regula Hartmanns Cartoons der Reise durch die Wechseljahre beschließen wir unsere heutige Sendung. Auf Wiedersehen bei NZZ Format in einer Woche. Anna Regula Hartmann, Cartoonistin, Malerin in Basel. Mutter von 4 erwachsenen Kindern. Ihr Künstlername Anna. Eines ihrer Themen, die Wechseljahre. Und so lautet denn auch der Titel eines ihrer Karikaturenbücher. Präzis beobachtete Stimmungen.
wechselt von der Geburt bis zum Tod. Also eigentlich sollte man sich immer in Wechseljahren befinden, sonst würde man ja stagnieren und stehen bleiben. Also ein Wechsel ist eigentlich immer angesagt und erwünscht für Männer und für Frauen. Wo viele schwarz sehen, sieht Anna farbig. Hitzewallungen? Warum denn soll das nur grau sein? Also es kann ja auch, man kann sich ja auch sagen, ich werde jetzt schön rosig oder ich sehe gut aus. Ich fühle mich lebendig. Oder die vermeintlich ungeduldige 50erin. Für Anna wird sie spannender. Ja, ein bisschen resoluter. Vielleicht auch interessanter, nicht mehr einfach nur hingebende Gattin, sondern eine eigene Person, die vielleicht sich jetzt auch klar macht, was sie noch will, aber gar nicht nur in einem egozentrischen Sinne, sondern als volle Person. Regula Hartmann, ursprünglich eine ausgebildete Ärztin, zeichnet Cartoons für mehrere deutsche und Schweizer Zeitungen und Verlage. Und als Bildredaktorin vermittelt sie Kolleginnen und Kollegen Arbeit. Eine ihrer Passionen nebenbei, sie sammelt Hände. Hände sind für mich natürlich Arbeitswerkzeuge, aber viel mehr als das. Das sind die wahrscheinlich wichtigsten Darstellungsmöglichkeiten des Menschen und auch häufig die unbeherrschtesten. Also man kann sehr viel an den Händen ablesen. Und ich finde auch, sie sind sehr individuell, mindestens wie das Gesicht. Immer wieder zieht es sie hinaus auf Beobachtungsposten. Da stiehlt sie Gesichter und Geschichten, will erfahren, was das ist, der Mensch und seine Sehnsüchte. Das ist bei mir das Thema Konsum, das beschäftigt mich schon lange. Auch weil ich selbst ein schrecklicher Konsument, eine Konsumentin bin, in den Gesichtern den Widerschein dieses Konsumverhaltens zu sehen vielleicht. Sie gerne. Ich bin gerne unter den Menschen. Ich finde es aber auch interessant, ihnen und mir selbst vor allem einen Spiegel vorzuhalten. Und dann ist mir ein Anliegen, das Nichtschöne eben liebenswert zu zeigen. Und zwar nicht kitschig, sondern eben in einer Unvollkommenheit liebenswürdig und liebenswert darzustellen. Was mich interessiert, ist nicht einmal so sehr das Geschlecht, sondern vielleicht auch etwas, was typisch ist an einem Menschen, nämlich etwas wie die Haltung zum Beispiel. Das ist ja, man kann ja auch einen Menschen kennen auf der Straße, indem man ihn seine Bewegungen beobachtet. Das ist etwas sehr Typisches. Sie zeichnet Wechsel und ändert sich selber. Zeichnend. Mit immer weniger Mitteln malt sie treffende Charaktere. Sie ist für mich so eine Menopause-Frau, selbstsicher, respektheischend. Jetzt geht es mehr so in Richtung ganz feine, embryonale Figuren. Wohin die Reise führt, weiß ich nicht.